Im kleinen Örtchen Brieselang, unweit nordwestlich von Berlin gelegen, soll eine Lichterscheinung im Wald ihr Unwesen treiben. Um den Ursprung des Phänomens ranken sich viele Mythen und Legenden, die schon unzählige Besucher angezogen haben. Die populärste Legende handelt von einem kleinen Mädchen, welches in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts ermordet wurde und dessen Geist als Licht durch die Wälder streicht. In einer Variation ist das Licht die Lampe des Vaters, der noch immer ruhelos durch das Dickicht irrt, um seine Tochter zu finden. Manche erzählen von einem Irren, der aus einer Nervenheilanstalt geflohen ist, oder von einem verstorbenen Bahnwärter. Manche glauben, dass die russischen Besatzer Experimente in unterirdischen Bunkern durchgeführt haben, welches außer Kontrolle geriet und deren Gase noch immer aus dem Boden entweichen und die Lichter erzeugen. Auch von Hexen und Kultstätten wird gemunkelt. Skeptiker vermuten hinter dem Licht eher Schabernack und Streiche der einheimischen Jugendlichen. So, das ist also der Wald von Brieselang. Wir sind jetzt etwa 300 Meter reingegangen in den Wald. Es ist stockfinster. Und ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt habe ich mich auch ganz kurz gegruselt. Ich habe die ganze Zeit Witze gemacht und den beiden anderen Angst gemacht. Dankeschön. Aber gerade eben raschelte was links von uns im Wald. Ich habe reingeleuchtet und es sah kurzfristig aus wie eine Person, aber es entpuppte sich dann doch nur als ein Baum hinter einem Baum. Aber es hat mich doch gerade ein bisschen mitgenommen. Ja, aber du hast auch noch nicht auf die andere Seite geguckt, weil da irgendwas Weißes nämlich lag. Und wir wussten alle nicht, was es ist und haben einfach nicht wieder hingeguckt, sondern immer weitergegangen. Ja, weil wir so mutig sind. Super. Vielleicht gucken wir uns das nochmal bei Tage an. Nein, das machen wir nicht, Mann. Tim ist auffallend ruhig. Alles in Ordnung? Ich finde es so schlimm, wie du hier reinkommst und du denkst hier draußen noch, da sind die Häuser und das ist alles ganz normal. Naja. Dann kommst du her und der Nebel steht hier einfach drin, als wenn er auf uns gewartet hat, um alles an Akustik, an Geräuschen, an Dingen einfach zu verschlingen und nur noch das Knacken des Waldes übrig lässt. Ja, das Beste ist auch in so einer Situation die ganze Zeit reden, weil sobald hier Stille eintritt und es irgendwo knackt, muss ich ganz ehrlich sagen, breche auch ich in Panik aus hier ein bisschen. Sag mal, Markus, du warst ja jetzt noch nicht mit, aber als Tim und ich das letzte Mal hier waren, ja? Da war das. Das ist doch die Kreuzung, oder, Tim? Ich glaube, das ist genau die Kreuzung, von der hat uns eine Hörerin berichtet. Ja. Und ich glaube, das ist auch sozusagen die Grenze, die wir jetzt vielleicht nicht überschreiten sollten. Ja, also kurz zur Geschichte der Kreuzung. Ja. Die waren halt auch tiefer in dem Wald drin und haben plötzlich Schritte hinter sich gehört und sind wieder abgehauen worden, raus aus dem Wald und haben berichtet, dass irgendwie ein Wesen hinter ihnen her ist. Erst auf allen Vieren und dann, als es schneller wurde, auf zwei Beinen. Und sie sind dann raus aus dem Wald und das Wesen ist auf dieser Kreuzung hier, wo wir jetzt stehen gerade, zurückgeblieben und weil es nicht aus dem Wald raus kann, es kann den Wald nicht verlassen. Und hat ganz laut geschrien und gebrüllt, markzerschmetternd, ja. Und ja, also man weiß nicht, wollen wir jetzt noch weitergehen? Ich weiß nicht, ich habe jetzt ein etwas mulmiges Gefühl. Diane, es klingt ja schaurig, was da so in Brandenburgs Wäldern geschieht. Spukt's da jetzt wirklich? Ja, also die Geschichten, die man im Internet dazu lesen kann, die klingen auf jeden Fall sehr gruselig. Da geht's um Hexen, Wahnsinnige oder sogar Außerirdische, die dieses Licht im Wald verursachen sollen. Und die populärste Legende erzählt aber, dass dort im Brieselanger Wald ein Mädchen zu Tode gekommen ist, dessen Geist keine Ruhe findet und dort umherirrt. Wahlweise ist es aber auch mal die Mutter oder der Vater. Was auch immer, im Netz habe ich auf jeden Fall eine ganze Menge Menschen gefunden, die behaupten, ja, ich habe das Licht auch gesehen. Die Stimmung ist natürlich total unheimlich. Es ist ein dunkler Wald und dann taucht auf einmal irgendwann am Horizont diese Lichter auf. Nach ein paar Minuten kamen die beiden kreidebleich wieder raus, haben geschrien und gemacht und sind sofort abgehauen. Wir haben dann mal versucht, zu Fuß auf dieses Licht zuzugehen und sind gelaufen und ganz still. Aber irgendwie sind wir nicht so richtig hingekommen zum Licht und plötzlich war es dann auch neben uns und auch mal hinter uns. Sie haben das Licht gesehen und sie aus dem Auto auch und es kam halt immer näher und der Hund, der fing dann halt an zu jaulen und zu knurren. Das Licht war ja plötzlich weg gewesen, wenn man dachte, man ist jetzt fast dran und dann ist es an einer ganz anderen Stelle erschienen. Er ist auch nie größer oder kleiner geworden, immer gleich groß geblieben. Das hat sich aber auch verändert. Von diesem hellen Weißen, was das war, wurde dann langsam gelb und in Richtung Rote und dann haben wir uns ganz schnell gedacht, jetzt hauen wir ab. Also die Mädels und ich, mein Kumpel stand da wie versteinert. Ja, und irgendwie hatten wir dann doch ein bisschen Angst und wollten dann wieder los und sind dann noch los. Und plötzlich war dieses Ding da hinter uns und hinten, wir hatten so ein Kombi gehabt, da war wirklich die Scheibe hinten, die war wie rot, als wenn unmittelbar hinter uns so eine Abendsonne runtergeht, so richtig rot geleuchtet. Und da haben wir natürlich richtig Angst gehabt und haben nur richtig Jatze gegeben und raus aus dem Wald. Dadurch, dass der Wald eben halt so ein halber Irrgarten ist, ist eben halt auch ein bisschen gruselig und nachts ist es auch sehr dunkel da. Da ist auch nichts mit Licht und sonst was. Wenn da mal einer entgegenkommt, dann ist man mal froh.
weil man fühlt sich doch ein bisschen alleine gelassen in dem Wald. So, jetzt ist es 21 Uhr und es ist dunkel. Und Jochen ist total cool. Ich weiß nicht warum. Weil ich keine Angst habe vor irgendwelchen Geistern, die hier sein könnten. Und ich habe auch keine Angst vor irgendwelchen Menschen, die hier sein könnten, weil wir, glaube ich, schnell genug am Auto sind. Also das mit dem schnell genug am Auto, da bin ich mir nicht so sicher, weil wir sind jetzt schon ungefähr... Okay, da war ein Licht. Ja. Verdammt. Und jetzt gehen wir zurück, wir haben es gesehen. Nein, jetzt warten wir. Das ist schon cool. Oder sagen wir, so ein bisschen merkwürdig. Ja. Gut. Nee, nix gut. Doch, Jochen, wir laufen jetzt bitte zu... Da ist es wieder. Okay, jetzt haben wir es 5-mal gesehen und jetzt gehen wir. Also wir sind jetzt wieder im sicheren Auto zurück aus dem Wald raus und es war echt, echt richtig gruselig am Schluss. Okay, also was wir wirklich mehrmals gesehen haben, ist sowas, das sah so ein bisschen aus wie eine aufblitzende Taschenlampe. Aber es kam so unregelmäßig, dass es schon, also es wäre schon komisch, wenn da einer stehen würde. Zumal ja auch keiner wusste, dass wir da jetzt an dieser Stelle stehen. Könnte tatsächlich echt ein Auto gewesen sein, das irgendwo ganz da hinten entlang fährt. Also was komisch ist, wenn du sonst ein Auto siehst, dann siehst du vorher, das kommt, da fährt es vorbei und dann geht es wieder weg. Und das ist wirklich nur kurz blinken sehen. Ja, merkwürdig, oder? Es klingt schon ein bisschen unheimlich, aber da stecken doch jetzt nicht echt Geister dahinter, oder? Ja, das habe ich auch nicht so wirklich geglaubt, oder wir nicht. Aber die Lichter, die fanden wir schon echt ungewöhnlich und die Stimmung im Wald ist sau unheimlich. Okay, Ton läuft. Mein Team und ich haben uns auf ein Experiment eingelassen. Hallo ihr da draußen, ich bin Nora und werde mit Jana durch diese gruselige Nacht moderieren. Wir werden in dem Wald des Grauens eine Nacht im Zelt verbringen. Oh, guten Abend, ich bin Christoph, der Tonassistent. Ich bin der Nico, Regie und Tontechnik. Für eine Live-Reportage braucht man Profis. Das hier ist ein reiner Fake. Wir waren vor einiger Zeit mal im Brieselanger Wald. Woher kommt der Lichtpunkt, der zwischen den Bäumen immer wieder auftaucht? Wir haben das Gefühl gehabt, von irgendetwas beobachtet zu werden. Alles nur Aberglaube, dummes Geschwätz. Wir gehen der Sache auf den Grund und ihr seid live mit dabei. Ich will mit euch noch ein weiteres Experiment wagen. Was wirst du erst? Es ist ein psilocybinhaltiger Pilz. Wir kennen sie auch unter dem Begriff Magic Mushrooms. Ihr wisst schon, dass alles, was wir sagen, aufgenommen wird, oder? Scheißegal, da macht Blondie den Trip. Jana! Jana! Scheiße, Mann! Fuck! Wir teilen uns auf. Habt ihr verstanden? Geht es nach Brieseland? Sino! Mein Gott, das ist das scheiß Licht, das ist knallrot! Fuck! Was war das? Was war das, Mann? Bitte! Hört mit dem Scheiß auf!